ist nicht hingefahren. Hör mal ganz kurz, ich will dir meine Sache sagen. Ich wollte mich gerade bei dir entschuldigen und du fängst an, wieder mich zu beleidigen. Brauche ich nicht. Brauch deine Entschuldigung nicht. Ich hab meinen Stolz. Verstehst du, Bruder? Ich hab meinen Stolz. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Ich brauch das. Du hast meine Familie gerade beleidigt. Ich hab nichts über deine Familie gesagt. Ich hab dich angegriffen. Dich. Hör mal ganz kurz zu. Ganz denkst du, Bruder, denkst du, Arafat ist dumm? Nur weil du, Bruder, Arafat ist so ein Mensch, er lässt seine Feinde in seiner Nähe extra. Verstehst du? Man muss seine Feinde in der Nähe haben, Bruder. Und du bist ein Verräter, ein richtiger Verräter bist du. Ich schäme mich, mit dir in einem Stream zu sein. Geh mal zu Shirin, geh mal zu den anderen, geh mal zu arroganter Pate, Mann. Chill mal mit denen. Hör mal zu, okay. Jeder weiß, ey, Bruder. Du ein Ex-Zuhälter bist. Komm, hör mal zu, ey, hör mal zu, ganz kurz. Egal, was ich im Leben... Du verkaufst Frauen, damit es dir besser geht. Guck mal, hör mal zu. Bei Allah, du bist Ex-Zuhälter, Bruder. Guck mal. Du bist wahrscheinlich immer noch ein Zuhälter. Dann redest du mit mir, denkst du, ich nehme dich ernst? Hör mal zu, pass auf. Ich bin zu dir gekommen, zu dein Zuhause. Guck mal, jeder weiß, wenn zu Arafat ins Büro fährt, da gibt's keinen Streit. Du bist kein Mann. Hättest du mich angerufen, woanders wäre ich. Oh, heftig. Ich weiß, dass bei Arafat nichts passieren kann. Du kannst bei Arafat nichts machen, okay? Du bist da hingekommen, wolltest angeblich dein Mann stehen. Ja, wir beten zusammen. Khair, mach khair, nur um ein Foto zu machen. Ich mach das nicht. Ey, ja? Arafat, Bruder, die sehen das. Die sehen das alles. Arafat telefoniert, Arafat meinte, du brauchst nicht kommen. Bei Allah. Ich schwöre auf mein Kind, Arafat meinte, du brauchst nicht kommen. Aber Bruder, hör mal zu. Und so wie du deine Shababs sagst, sie sind alles meine Shababs. Also halt. Na und? Warte mal. Zeig mir noch mal die Jungs. Du dreckiger Zuhälter. Zeig mir Frauen, damit es dir besser geht, ja? Du Schwanz. Ey, guck mal, du lässt mich nicht ausreden. Ich will dich nicht ausreden lassen. Zeig mal die Jungs, sagt er, wenn du mein Mann bist. Du hast gesehen. Deine ganzen Feinde haben geschrieben auf TikTok, auf Instagram, haben mir Sachen von dir geschickt, Bilder geschickt, Screenshots, alles. Habe ich es veröffentlicht? Nein. Warte mal. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Bitte veröffentlich das. Bitte veröffentliche das. Veröffentliche alles. Bruder, ich gebe nicht die Sündenpreis von anderen Menschen. Ich habe ein gutes Gewissen. Ich habe ein gutes Gewissen und hast du gesehen, Allah hat mich zum besten Trainer gemacht. Ich verdiene halal mein Geld heute. Kannst du jeden Tag mich beobachten, wie ich Geld mache. Jeden Tag. Zweiter Punkt, Dudi. Allah hat dir diese falschen Augen geschenkt. Diese Jungs, die bei dir sind. Ich komme alleine. Du bist nicht alleine gekommen. Guck mal, verlangst du von mir, dass ich nicht mal Zeugen mitnehme? Ich komme nach Neukölln alleine, Bruder. Alleine. Tschetschenen sind wahrhaftige Männer und Afghaner. Die machen nichts Unfaires. Verstehst du? Du musst irgendwelche Leute mit ein, die gar nichts damit zu tun haben. Was? Warum? Bruder, alle stehen hinter mir. Alle stehen hinter mir. Ey, Dudi. Alle drei Treffen, die ihr macht, auf die Straße. Dudi, er macht nicht. 1-1 gegen Dudi, deine Jungs, vor deinen Jungs. Komm, 1-1. Dudi, bei Allah, nimm an, wenn du ein Mann bist. Bei Allah, ich komme heute Abend. Ich soll gegen dich einen Boxkampf machen, Wallah. Kein Boxkampf. Nein, wir machen das so. Guck mal, hör mal zu. Deine Jungs lachen über dich. Lach ruhig. Ey, Barello, daran erkennt ihr, dass ich ein Mann bin. Ich scheiß auf Fame und auf diese Zuschauer. Ich gehe jetzt raus, verstehst du? Coach Frank, ich habe eine Frage davor. Nein, häng mal weiter mit ihm rum. Bruder, hör mal zu. Ey, was? Was hast du gerade gesagt, Dudi? Sag das mal nochmal, Dudi. Sag das mal. Dudi, Wallah, Alter, Dudi, entschuldige dich. Dudi, weißt du, was dein Problem ist? Ich wollte mich entschuldigen. Er sagte mir, ich brauche deine Entschuldigung nicht. Du bist eine Luftpumpe. Ey, Bruder, weißt du, was das Problem ist? Dudi, weißt du, was das Problem ist? Nein, Barello, sei mal kurz ruhig. Du denkst, Barello ist so dumm, aber er ist ein sehr, sehr guter Geschäftsmann. Du denkst, er ist dumm. Du denkst, er ist blöd. Ich weiß, Bruder, dass er dumm ist. Er ist alles doch. Du denkst, er ist ein Kind. Mich und dich benutzt er gerade, aber alles gut. Guck mal, hör mal zu. Ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Oh, bitte hab mit mir zu tun. Ey, scheiße, Mann. Ey, scheiße, Alter. Bitte hab mit du, mir zu tun. Du bist doch hier drin. Deine Lippen zittern gerade, Mann. Ich war in Neukölln. Du, die Wallah, hast du Angst, sei ehrlich. Zeig Arafat. Guck mal, jetzt geht er wieder. Ach, guck mal, er schämt sich noch nicht mal. Geh zu Arafat, du Heulsuse, Mann. Alte Fresse. Er ist gegangen, er hat gesagt, du bist Heulsuse, du rennst zu Arafat, als wäre dein Vater und so. Er hat übertrieben, Wallah.
Nee, oder mal. Arafat kommt jetzt rein. Bruder, ich hätte meine Sachen. Ich habe Arafat was versprochen. Heute war ich noch bei Ihnen im Büro bei Allah. Heute war ich noch. Du jass ja rein, kurz. Hör mal zu, du kleiner Wussich, du. Warum holst du ihn rein? Kurz. Ich sollte eine Chee machen, also ich wusste nicht. Oder bist du ein.